Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Heiß. Nehmen wir auch die Schaufel und schauen, dass wir hier die Erde wegmachen, so weit wie möglich. Bevor das Ritual beginnt, damit nicht so viel dann zu dieser Cursed Earth führt und dadurch dann bloß unnötig viele Monster spawnen. Damit können wir das Ritual schon aktivieren. Das schon mal. Ich glaube, das behalten wir in der Hand. Setzen das Schwein drauf. Das wird jetzt geopfert und schon haben wir es. Das ist das Sigil aktiv. Und wir können gehen. Ja, und natürlich wird der ganze Bereich trotzdem. Aber wenn wir schlafen und dann wieder Tag wird, dann verbrennt das ganze Cursed Earth zurück. Und wir haben da wieder normale Erde bzw. Gras. Das machen wir schnell, damit nicht noch mehr Monster kommen und sich das nicht komplett ausbreitet. Jetzt sollte es schon anfangen zu brennen. Ja, sieht man auch schon. Buh. Also das ist ein Riesenschleimmonster. Aber das, was wir machen wollten, haben wir jetzt halt geschafft. Haben wir schon mal das Division 6 Shell. Das können wir jetzt halt. Mit der Hilfe von dem können wir uns. Das ist ein extra Utilities drin. Utilities. Können wir uns jetzt halt diese semi-stable Ingots bauen. Davon brauchen wir 18 Stück. Also brauchen wir 18 Diamanten. Da haben wir schon mal 5, 6. Ja. Weil die normalen Ingots, wenn man direkt macht, die gehen ja, die explodieren ja nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach 10 Sekunden. Und bei den Stable, die explodieren nicht. Die kannst du im Inventar belassen und da passiert nichts, wenn es die drin lässt. Dann suchen wir uns unseren Netherstar. Der kommt in die Mitte und jetzt möchte Wings neben mir. Unsichtbare Feen, Federn, Feen, Drachen oder die goldenen. Da brauchen wir Gold, Leder, Pink. Mir würden die hier eigentlich ehrlich gesagt gut gefallen. Deshalb mache ich jetzt diese auch. Haben wir schon mal 4 Gold, die hier im Kreis angeordnet werden, und dann brauchen wir noch 2 Federn. Die sollten wir hier noch haben. Genau. Und damit haben wir unsere Angel Ring. Den können wir jetzt einfach hier anlegen. Dann brauchen wir kein Jetpack mehr, sondern können ganz einfach wie im Creative Mode fliegen. Gut, und damit können wir dann uns auf die Suche nach dem, wie heißt der, nach der letzten Presse machen. Und hier ist auch fast das ganze Curved Earth Zeug verbrannt. Hier noch nicht, weil Redstone oben drauf ist. Aber das wird dann auch gleich brennen. Also mit, wir fliegen um einiges schneller und brauchen kein Hydrogen die ganze Zeit. Wollte jetzt gerade noch schauen. Ah, wenn wir das schon mal haben, dann benutzen wir noch den Rest dieser Folge. Komm schon. Ein Treffer jetzt hat. Ein Herz gekriegt. Einfach gegessen. Weil die Herzcontainer können, haben wir noch nichts. Wieso war das überhaupt eins für das Herzcontainer, damit man mehr Herzen bekommt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber benutzen wir jetzt den Rest dieser Folge, um hier noch das restliche Wasser wegzumachen, das wir schon mal angefangen haben. Einfach nur, damit es halt weg ist.
und schauen uns hier um. Zum Beispiel hier die Spalte können wir jetzt schön erkundschaften und so weiter. Haben wir eine Pickaxe? Ja. Na, eigentlich brauchen wir das nicht mehr, das hätten wir am Anfang gebraucht, wo wir das ganze Eisen gesucht haben. Weil jetzt kommen wir da ganz einfach ran. Sehr viel Kohle. Air-Infused. Osmium, Gold. Ja, das brauchen wir jetzt das ganze Zeug nicht mehr. Noch mehr Ferrisohr. Ja. Züchten wir noch ein wenig unsere Schafe, beziehungsweise die, wo wir schon haben, können wir wieder schlachten. Damit wir wieder an Nahrung kommen, weil da haben wir ja nichts mehr. Machen wir hier noch schnell das alles weg. Ist nichts reingefallen. Doch, da ist was. Dann haben wir auch wieder das Weizen gepflanzt. Vermehren jetzt noch unsere Schafe. Zwei, drei, drei. Vier kleine müssten das jetzt wieder sein. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Fliegen wir zurück, braten noch schnell das Fleisch. Ich glaube, wenn wir fliegen, brauchen wir auch weniger an Nahrung. Weil wir nicht, also nicht so schnell Hunger leiden. Weil wir nicht eigentlich nicht rennen, sondern fliegen. Glaube ich jetzt, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber jetzt haben wir ja unsere Farm, mit der wir da recht schnell die Rohstoffe, die Nahrung bekommen. Dann machen wir noch einen Screenshot von unserem Ring. Ja, na, so will ich ihn. Ziehen ihn jetzt halt gleich wieder an. Schauen wir uns mal an, wie sieht das überhaupt aus. Ah ja, ich habe es mir irgendwie schöner vorgestellt. Weil normalerweise nehme ich immer die unsichtbaren. Und jetzt habe ich einfach mal das ausprobiert. Ja. Habe ich mir ehrlich gesagt schöner vorgestellt, aber ist ja egal. Sehen wir selber ja eigentlich nie. Räumen wir nochmal kurz auf. Alles, was wir nicht benötigen. Das hier brauchen wir, das Fleisch. Ja. Dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir sich beim nächsten Mal wieder.